Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und heute soll es um die Winter Capsule Wardrobe gehen. Meine Herbst Capsule Wardrobe vor ungefähr einem Monat oder anderthalb fandet ihr ja mega. Und dadurch, dass es ja, finde ich, manchmal schwierig ist, vorherzusehen, wann fängt der Winter an und wann geht der Herbst. Bei uns in Hamburg ist das Gefühl sowieso sehr, sehr fließend, habe ich gedacht, jetzt ist der perfekte Zeitpunkt. Vor allem, weil ich eine tolle neue Kooperation heute für euch mitgebracht habe. Und weil jetzt momentan ja auch die Zeit ist, wo man sich vielleicht nochmal das ein oder andere neue Stück kauft. Und viele davon kann man im Herbst tragen und dann auch mit in den Winter nehmen. Von daher schnappt euch eine heiße Schokolade, einen Kaffee, einen Tee, ein Croissant. Wenn ihr beim Frühstück seid, lasst es euch gut gehen auf jeden Fall und viel Spaß mit dem Video. Die Herbst Capsule Wardrobe verlinke ich euch unten übrigens nochmal in der Infobox, dann könnt ihr euch die nochmal anschauen. Und wir starten heute mit dem Thema Zwiebellook, weil Zwiebellook ist sowohl im Herbst eigentlich auch schon ein Thema, als auch wenn es dann in den Winter geht. Und ich freue mich, dass dieser erste Part des Videos, und wir werden wahrscheinlich auf die Marke auch während des Videos noch wieder zurückkommen, von Lily Silk gesponsert ist. Lily Silk ist eine Marke, die kennt ihr, glaube ich, schon längere Zeit von meinem Kanal. Mindestens von den Wunschlisten-Videos, weil ich ganz viele Stücke habe, die auf meiner Wunschliste von Lily Silk stehen. Lily Silk ist eine Marke, die, wie im Namen schon drin steckt, einen großen Fokus auf Seidenprodukte legt. Und Seide ist ein Naturmaterial, es ist kein synthetisches Material und dadurch ist es atmungsaktiv. Und da kommen wir gleich im Zwiebellook noch drauf, warum das so äußerst wichtig ist. Lily Silk verfolgt mit ihrem Unternehmen schon seit Jahren eine Zero Waste Strategie. Das bedeutet, dass sie versuchen, wenn sie Stücke, wie diese wunderschöne Bluse beispielsweise, wenn sie diese Stücke nähen, dass kein Abfall entsteht. Und ich weiß nicht, wer von euch schon mal genäht hat. Ich habe in der Vergangenheit ganz viel so Täschchen genäht und man kennt das, irgendwie bleiben immer so Schnittreste über und oftmals sind die so klein, dass sie im Müll landen. Aber nicht bei Lily Silk. Die versuchen wirklich aus allen Resten noch was rauszuholen und machen beispielsweise diese wunderschönen seidenen Zopfgummis da drauf oder Schlafmasken. Also es gibt so, so viel. Ich verlinke euch unten die Internetseite, dann könnt ihr da nochmal stöbern. Und diese Kleinigkeiten sind übrigens auch wunderschöne Geschenkideen für einen Adventskalender, wenn ihr da auf der Suche seid. Oder auch die größeren Stücke später, vielleicht habt ihr noch einen Geburtstag, auf den ihr eingeladen seid. Oder spätestens dann zu Weihnachten. Und ich fange jetzt schon an, Weihnachtsgeschenke zu shoppen, weil ich gar keinen Stress auf Weihnachtsgeschenke shoppen im Dezember habe. Ich habe eigentlich immer das Ziel, dass ich Anfang Dezember schon alles habe. Und da ist es auch bei Lily Silk total perfekt. Die kommen so wunderschön verpackt. Da müsst ihr, wenn ihr Frau beim Einpacken seid, oder an die Männer da draußen, ich kenne viele Männer, die nicht so gerne Geschenke einpacken. Die kommen in einem wunderschönen Karton mit einer Schleife drumherum, sind dann schon perfekt verpackt und können so fertig übergeben werden. Richtig, richtig toll. Aber zurück, warum ist Seide jetzt so ein wunderbares Material für eine Winter Capsule Wardrobe? Bei einer Winter Capsule Wardrobe geht es für mich darum, dass ich viele Stücke miteinander kombinieren kann, wie eigentlich in jeder meiner Capsule Wardrobes oder generell in meinem Kleiderschrank. Und im Winter möchte ich persönlich nicht unter irgendwelchen synthetischen Materialien schwitzen. Also ich finde, man hat das ja sowieso schon. Man kommt aus dem Kalten, man geht ins Warme und rückwärts. Und das ist irgendwie nicht ganz so schön. Und man neigt dazu, schneller ins Schwitzen zu kommen. Und vor allem, wenn man synthetische Fasern auf der Haut trägt. Also wie Polyester, Polyamid. Deshalb versuche ich bei den Stücken, die ich schaffe, darauf zu achten, dass es Naturmaterialien sind. Wie beispielsweise Seide. Seide ist ein Naturmaterial und diese Bluse ist ein total perfektes Layering-Piece, weil sie ist erstens total angenehm auf der Haut. Sie ist total glatt, wie jede Polyesterbluse ja auch. Aber sie hat den Vorteil, dadurch, dass das Seide ist, Seide übrigens auch noch ein ganz toller Benefit, braucht auch weniger Wasser als Baumwolle, um produziert zu werden, diese Maulbeerseide zumindest. Und die liegt so angenehm glatt auf der Haut. Ich mag auch diese spezielle Bluse. Das ist die, ich weiß gar nicht, wie sie auf der Webseite heißt. Auf jeden Fall hat die so einen Oversize-Schnitt und liegt somit nicht so ganz eng an. Das ist nochmal ein Zusatzbenefit, weil Wärme staut sich im Winter in den Luftschichten. Das heißt, es bringt gar nichts, nur eng anliegende Kleidungsstücke auf der Haut zu tragen, sondern gerade durch die Luft, die
in den Zwischenschichten ist, kommt diese Wärme zustande. Und wenn man hier jetzt beispielsweise einen Blazer drüber zieht, dann ist es perfekt, weil man hat ein Naturmaterial auf der Haut. Beim Blazer sollte man natürlich dann auch darauf achten, der, den ich hier habe, der macht da kein gutes Beispiel, weil der ist aus Polyester. Aber es gibt viele Blazer, die aus Wolle sind oder die ein Innenfutter dann aus Viskose haben. Lilly Silk hat zum Beispiel auch, mein Zara Blazer ist ja aus der, von nur 2 Jahren, glaube ich schon, die gibt es also nicht mehr. Aber Lilly Silk hat einen sehr, sehr ähnlichen, falls ihr nach so einem Modell sucht. Und der ist außen zwar auch aus Polyester zu 67%, wenn ich mir das eben noch richtig durchgelesen habe, hat aber auch einen Teil Naturmaterial außen. Das Futter vor allem ist aber aus Seide. Und viele Blazer haben immer ein Polyesterfutter. Und das ist dann der Moment, wo man dann auch anfängt zu schwitzen. Deshalb versuche ich bei Blazern immer darauf zu achten, dass da möglichst viel Naturmaterial drin verbaut ist. Oder aber, ich habe mir ja vor ein paar Wochen bei Aline König diesen wunderschönen Cardigan aus Alpaka-Wolle gekauft. Oder ein großer ist er zumindest Alpaka. Auch wieder Naturmaterial. Und der auch dieser hier auf dieser wunderschönen Seidenbluse ist wieder so eine atmungsaktive Zwiebellook-Kombination, wo alles luftdurchlässig atmen kann. Wenn einem zu warm ist, fängt man trotzdem an zu schwitzen. Aber das Ganze kann wenigstens atmen und kriegt Luft. Und dann hat die schwitzende Haut auch die Möglichkeit, trotzdem wieder zu atmen und sich wieder zu akklimatisieren. Ich hoffe, ihr könnt mir noch folgen. Und ich hatte hier eben auch noch anprobiert, die Bluse mit einem kürzeren Pullover. Das ist auch ganz cool. Zum Beispiel hier mit der Lederhose. Da hat man nochmal so einen Bruch drin. Jetzt gerade habe ich ja so eine schickere Hose an, das mag ich auch total gerne, also schick und schick, absolut bürotauglich, also Blusen müssen wir uns nichts vormachen, sind generell bürotauglich, aber sie sind auch toll im Alltag zu tragen, wenn ich mir das jetzt hier beispielsweise mit der Lederhose vorstelle, darauf die Bluse, die ist auch länger geschnitten und Obacht, ich bin 1,81 Meter und bei mir ist trotzdem der Ärmel richtig lang, geht bis aufs Handgelenk drauf. Ich hatte noch ein bisschen Sorge, ob die Ärmel bei mir zu kurz sein könnten, aber überhaupt nicht. Die haben eine super Länge, gerade weil es so ein bisschen oversized geschnitten ist, mag ich das auch ganz gerne, wenn die Ärmel so ein bisschen aufs Handgelenk gehen. Und auch am Po und vorne ist sie länger geschnitten, seht ihr hier auch in diesem Zwischenschnitt mit der Lederhose. Richtig toll, den braucht man nicht mal unbedingt, die unbedingt nur reinstecken in die Hose, was glaube ich bei vielen normalen Blusen der Fall wäre. Aber die hier kann man auch wunderbar so draußen tragen. Oder halt, was ich gerade eigentlich sagen wollte, in Verbindung mit diesem Pullover, den habe ich letztes Jahr in einem ganz kleinen süßen Shop auf Ibiza gefunden. Wunderschön. Man sieht hier noch den Ärmel von der Seidenbluse durchblitzen und auch unten den Part von der Seidenbluse und darauf dann dieser Pullover. Mega tolle Kombination. Und dann, wir wollen ja auch das Thema Winter hinaus, dann natürlich noch irgendwie Mantel drüber, wenn es dann nach draußen geht. Also, Seide, ein mega tolles Material. Ein zweites tolles Material, was ich momentan in Form von einem Top leider nur zu Hause habe, was aber auch noch auf meiner Lilly Silk Wunschliste steht, ist Kaschmir. Jeder kennt das, der hat, jeder von uns hat bestimmt schon mal diesen einen Schal gehabt aus Wolle oder diesen einen Wollpullover, der irgendwie doch ein bisschen zu doll gekratzt hat. Und die beiden Pullover, auch der Cardigan von bei Aline König, die ich eben erwähnt habe, die sind aus Alpaka-Wolle oder aus normaler Wolle zu einem Großteil. Und ich bin jemand, ich habe sehr sensibel oder ich habe nicht sehr sensible Haut, aber eher ein bisschen sensible Haut. Und ich kann die Stücke tragen, am besten aber mit was drunter, sodass das zumindest nicht hier oben so im Halsbereich oder auch so hier an den Seiten, dass das da nicht direkt auf der Haut ausliegt. Ist immer ein bisschen besser. Ich kann es zwar auch mal so tragen, aber ich merke, dass die Wolle doch so leicht reibt. Bei Kaschmir ist das eine ganz andere Sache. Kaschmir ist so das absolute Luxusmaterial, weil Kaschmir einfach genau diese Benefits hat, wie Wolle. Es wärmt unwahrscheinlich toll, aber es kratzt nicht. Und Lilly Silk hat die haben ganz viele verschiedene Kaschmir-Pullover und sie haben auch eine Männerbereich mit Kaschmir-Pullovern, total toll. Und es gibt so einen ganz, ganz schönen schlichten, der auf meiner Wunschliste steht. Und ihr müsst mich mal wissen lassen, ob ihr den grauen
oder den gräschfarbenen besser findet für meinen Kleiderschrank. Eigentlich bin ich ja momentan sehr auf beige, aber für den Winter könnte ich mir jetzt grau auch noch mal richtig gut vorstellen. Der ist ganz, ganz schlicht und genau das finde ich so toll, weil ich liebe es, mit Schmuck das Ganze dann eher aufzupeppen. Und der ist aus Kaschmir, zu 100% Kaschmir. Die benutzen da auch, wie haben sie es genannt? Ich glaube Soft Gold, also auch eine sehr, sehr hochwertige Kaschmir-Variante. Und Kaschmir auf der Haut ist einfach so, so wie Seide anstelle von Polyester so was Wunderschönes auf der Haut ist, ist so Kaschmir so das wärmendste Material, was so richtig kuschelig auf der Haut aufliegt. Wunderschön. Und einen zweiten Pullover, den ich auch ganz toll finde, der hat so ein Diamantmuster. Den finde ich total toll in diesem Weißton. Den habe ich letztes Jahr auch ganz, ganz viel bei Victoria, bei Lydia. Amelia hatte den, glaube ich, auch gesehen. Also ein paar britische Influencer, die den getragen haben. Richtig, richtig cool. Und ich glaube, deshalb ist er mir auch so im Kopf geblieben und steht auch seit letztem Jahr auf meiner Wunschliste. Ich habe euch ja auch nochmal gezeigt, ich habe ein Merino-Wolle-Pullover von COS. Merino-Wolle ist übrigens auch nicht so kratzig wie normale Wolle, auch angenehm auf der Haut zu tragen, zumindest der hier, den ich habe. Und den kann man halt auch perfekt unter einem Blazer tragen oder auch unter einem Cardigan, weil der aus so einem dünnen Stoff ist, trotzdem sehr wärmt, weil es halt ein Wollmaterial ist. Aber dadurch ist es auch ein perfektes Layering-Piece, genauso wie der von Lily Silk, weil der ist auch eher so ein bisschen leicht eng anliegender, dünner geschnitten und dadurch kann man den einerseits super zu Hause tragen, aber auch wenn man jetzt irgendwie rausgeht, kann man einen perfekten Blazer drüber ziehen und darüber trotzdem noch irgendwie einen Mantel. Also was ich auch gesehen habe, die haben auch, glaube ich, Kaschmir-Rollkragenpullover auf der Website gehabt. Ich verlinke euch unten mal so meine Lily Silk Wunschliste, dann könnt ihr da so ein bisschen stöbern. Da sind vielleicht noch so ein, zwei andere Stücke mit dabei, die ich jetzt erwähnt habe. Und, oh, ich mache mal kurz hier einen kleinen Striptease für euch. Ich habe mir nicht nur die Bluse bei Lily Silk bestellt, sondern auch diesen, ja, ich glaube, ich kann euch das Ganze lieber hier nochmal ein bisschen besser einblenden. Das ist vielleicht ein bisschen schwer jetzt zu erkennen. Der ist auch mega schön. Ihr wisst ja, dass ich total ungerne BHs trage. Aber was ich ab und an trage und gerade auch im Winter, um hier noch so ein bisschen Wärme reinzubringen, sind Sport-BHs. Und das hier ist jetzt kein Sport-BH, sondern es läuft ganz normal unter BH. Es ist eine One-Size. Von daher, erst habe ich gedacht, passe ich da überhaupt rein, aber ich passe gut rein und ich würde sagen, eine bis zwei Nummern größer würde der auch noch passen. Ich trage sonst immer eine L oben rum. Und der ist total schön, weil der auch so super vielfältig einsetzbar ist. Erstens fällt er jetzt, wenn ich die Bluse zugeknöpft habe, überhaupt nicht auf. Der hat so einen kleinen Cup noch drin, gibt also auch so ein bisschen Struktur. Und man kann ihn beispielsweise auch beim Sporteln tragen. Also ich mache ja immer mein Hanteltraining oder mein Yoga und da könnte man den perfekt mit einer Leggings kombiniert auch als Sportoberteil tragen, wenn man ganz, ganz viel aus dem Stück rausfinden möchte. Oder aber man kann ihn auch perfekt als Oberteil tragen. Ich habe das hier einmal kombiniert mit meinem schwarzen Blazer und irgendwas anderes hatte ich eben nochmal drüber gezogen. Was ist mein Cardigan? Ja genau, mein schwarz-weißer Cardigan von River Island. Auch eine schöne Kombination. Das ist vielleicht nicht was für den tiefsten Winter, aber so wenn wir so in Richtung Winter gehen oder vielleicht auch so ein Winteroutfit für drin, weil der ist einfach angenehm auf der Haut, der drückt irgendwie nirgendwo rein. Ich mag keine BHs, die hier diese Wires haben, die hier diese, was heißen sie? Bügel heißen sie, die Bügel haben. Und der hier ist einfach wie so ein kurzes Crop-Top kann man den tragen oder er ist halt wie so ein Sport-BH. Und ich habe übrigens auch einen Rabattcode für euch. Ich blende euch den hier einmal ein. Also wenn ihr shoppen wollt, dann nutzt unbedingt den Rabattcode und spart noch ein paar Euros dabei. Die Stücke sind wirklich, das Preis-Leistungs-Verhältnis ist super, aber es ist trotzdem immer eine kleine Investition. Aber wie ich auch immer sage, hochwertige Stücke, das sind immer mega gute, langfristige Investitionen in euren Kleiderschrank. Und ihr werdet über Jahre Freude an den Stücken haben. Kommen wir vom Zwiebellock. Also das war jetzt ein sehr, sehr ausschweifendes Thema, aber da sind so ganz, ganz viele Aspekte ja auch drin gewesen.
Zwiebellook also das erste wichtige Winter Wardrobe Essential. Kommen wir zum zweiten. Und das ist eins, was ihr auch schon im Herbstkapitel Wardrobe Video gesehen habt. Und zwar eine mittelgroße schwarze Handtasche. Ich habe hier meine Chanel Jumbo mit goldener Hardware. Man kann die einfach perfekt zu allem tragen. Und ich bin jemand, ich trage viel Schwarz im Winter. Ich versuche auch immer darauf zu achten, mehr helle Töne zu integrieren. Deshalb habe ich mich beispielsweise auch für diese karamellfarbene Bluse entschieden, weil ich finde, dass sie so wohltuend mit Schwarz aussieht, weil sie so eine gewisse Wärme reinbringt durch die Farbe, die sie hat, als auch mit weiß oder helleren Tönen mega aussieht. Und eine schwarze Tasche ist einfach ein absolutes Basic. Ich glaube, wir haben sie alle im Kleiderschrank, ob jetzt von Chanel oder einer anderen Marke, einer No-Name-Marke, Secondhand oder neu gekauft. Ich habe meine ja auch mal pre-loved gekauft. Das ist einfach ein absoluter Allrounder. Ich fand bei der Tasche damals auch total toll, dass sie super auch über dickeren Mänteln sitzt, weil wenn man im Winter viele Schichten anhat, dann kriegt man ja auch ein gewisses Volumen so um die Schultern und die ein oder andere Tasche sitzt dann vielleicht ein bisschen enger. Aber die Jumbo hat ja auch die längere Kette, von daher sitzt sie trotzdem richtig gut auf, wie wir hier sehen können. Kommen wir zu Mänteln und ich glaube, der Karamellton beißt sich ganz, ganz leicht mit dem Lily Silk Ton, könnte jedenfalls sein, weil die ganz leicht unterschiedlich sind. Und mir wird sowieso der Arm ein bisschen schwer, deshalb lege ich mal einen ab. Aber gute Mäntel sind ein Nonplusultra für den Winter, wenn wir nicht frieren wollen. Und ich habe jetzt vor kurzem gerade meinen Esprit-Mantel verkauft, den ich im Winter immer anhatte. Er war mir etwas zu klein geworden und etwas zu kurz. Und ich bin ja eigentlich jemand, der wirklich so gut wie gar nicht mehr bei Zara shoppt. Aber ich habe 3 Wochen plus vorher auch ein paar Monate, aber die letzten 3 Wochen sehr, sehr intensiv darauf verwendet, nach dem perfekten schwarzen Mantel zu suchen. Ich wollte einen haben, der hier einen wunderschönen Kragen hat. Und was mir am allerwichtigsten war, und dann kommen wir wieder auf das Thema Material zurück, ich wollte einen Mantel haben, der so entweder gar keine oder aber kaum synthetische Faser hat. Und man mag es kaum glauben, aber dieser Zara-Mantel hat ein Innenfutter aus Viskose, also kein Polyester und somit atmungsaktiv. Und die äußere Schicht besteht zu 75% aus Wolle. 25% sind, glaube ich, noch eine Synthetikfaser. Aber für mich ist immer wichtig, dass mindestens die Hälfte ein Naturmaterial ist. Und ein schlichter, schwarzer Wollmantel ist einfach ein absolutes Basic im Kleiderschrank. Neben einem Daunenmantel, auf den kommen wir gleich nochmal zurück, der hat hier auch diese 4 kleinen Knöpfe, hat hier vorne auch diese Doppelleiste. Ich hatte den gesehen, Susi hatte dafür Werbung gemacht, die hatte den in einem YouTube-Short an und ich fand den so toll. Und jetzt kommen wir zum wichtigsten Punkt. Welche Größe bestellen wir bei einem Mantel, der auf verschiedenen Schichten sitzt, idealerweise eine Nummer größer als eure normale Größe ist? Das habe ich jetzt vor kurzem für mich irgendwie so erst begriffen. Beziehungsweise es kommt auch noch so ein bisschen auf den Mantel an, weil ich glaube, der Daunenmantel ist eine L. Ich habe hier in der Bluse übrigens auch eine L und auch in dem der Sport-BH war One Size, aber in der Bluse habe ich eine Größe L, weil ich obenrum bin ich eine Größe L, bei Hosen bin ich meistens eine Größe XL bzw. 42. Das heißt aber, wenn ich jetzt im Winter einen dicken Pullover überhabe, dann bin ich ja von der Masse, die jetzt einen Mantel anziehen will, keine Größe L mehr, sondern eine Größe XL, weil ich ja einen richtig dicken Pullover drunter habe oder vielleicht einen Blazer sogar, der ja auch eine gewisse Struktur hat und entsprechend zu Volumen beiträgt. Und deshalb bestelle ich meine Mäntel, meine Wollmäntel zumindest, in Größe XL. Das hat ja hervorragend funktioniert. Der sitzt super, der fällt auch richtig schön am Rücken. Ich habe das Etikett noch nicht abgemacht, weil ich heute in den Zwischenschnitten nämlich wissen wollte, wie er jetzt wirklich auch für mich so von außen wirkt. Ich finde, es ist immer so das eine, wenn ich es im Spiegel sehe, aber wenn ich es in der Kamera gefilmt sehe, dann sehe ich das Ganze nochmal so im Gesamten.
Und kann jetzt sagen, dass er perfekt aussieht und somit behalten wird. Also nicht wundern in den Zwischenschnitten, warum dieses Etikett hier noch baumelt. Aber richtig tollen schwarzer Mantel gehört in jeden Winterkleiderschrank. Genauso wie ein Daunenmantel. Und bei einem Daunenmantel, ich habe diesen hier letztes Jahr bei Arket. Lass mich nochmal gucken. Bei Arket. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es Arket war, gefunden und habe mich so in den verliebt. Ich habe ihn nicht sofort gekauft, sondern ich glaube einen Monat später erst. Ich habe mir das wirklich gut überlegt, weil das eine größere Investition gewesen ist. Aber ich wiederhole nochmal, ich bin 1,81 Meter und der geht bis fast zum Boden. Ein absoluter Traum. Oh, Entschuldigung, das ist immer noch die Nachwehe von Corona. Auch dieser wunderschöne Karamellton ist so ein toller Farbton. Und ich glaube, das war der einzige Mantel, den ich letztes Jahr getragen habe. Weil mir mein Esprit-Mantel zu klein gewesen ist, ich noch keinen neuen Wollmantel hatte. Und der hier ist auch so toll, weil der eine Kapuze hat. Das heißt, wenn es irgendwie mal windiger ist, so ein eisiger Winterwind, nee, den will ich mir nicht um die Ohren wehen lassen. Dafür ist die Kapuze dann absolut perfekt. Und ich würde sagen, ein schwarzer Wollmantel auf jeden Fall. Den Mantel könnte man auch super in Schwarz nehmen, aber man kann ihn auch gut in einem Creme, in einem Beige, in einem Tannengrün vielleicht auch nehmen oder in einem Braunton, also irgendwie was, was dann auch wieder neutral ist, zu vielen passt. Und es muss ja nicht alles unbedingt immer schwarz sein. Wir wollen ja auch ein bisschen fröhlich durch den Winter mit fröhlichen, hellen Farben. Deshalb, ja, meine beiden Mantel Must-Haves für den Winter. Eine Sache habe ich beim Zwiebellook vorhin nicht vergessen, aber es ist im Grunde noch mal eine sehr gute Ergänzung und auf jeden Fall auch ein absolutes Winter-Wardrobe-Essential. Und zwar ist es Thermo-Unterwäsche oder Kaschmir-Unterwäsche. Ich habe selber keine Erfahrung mit Kaschmir-Unterwäsche, deshalb beziehe ich mich mal auf meine Erfahrung mit Thermo-Unterwäsche. Und zwar spreche ich da jetzt nicht von einem Slip oder einem BH, sondern tatsächlich wie so eine Leggings, so eine lange... Irgendwie denke ich auch jetzt immer so an meine Eltern, so von früher, kennst du eine lange Unterhose irgendwie an? So. Nicht so sexy, aber heutzutage gibt es schöne Thermounterwäsche. Ich habe mir diese Leggings, dazu gehört auch noch ein Longsleeve, die habe ich mir damals gekauft, als es nach Finnland ging für Husky-Schlitten-Touren. Tropisch, nee, nicht tropisch, sibirisch kalte Temperaturen, kann ich euch nur sagen. Und da war das Essential immer, diese eng anliegende Thermounterwäsche auf der Haut zu tragen und dann darüber eine Schicht, die wieder ein bisschen lockerer sitzt, die dann wärmt und dazwischen kann sich dann Luft aufhalten, die sich dann wärmt. Und diese Thermounterwäsche, die wärmt richtig schön auf der Haut, dazwischen dann Luftschichten und dann entsprechend der Zwiebellook. Wie gesagt, Luftschichten sind essentiell beim Zwiebellook. Es bringt nichts, wenn ihr 5 Schichten übereinander anhabt, die alle eng auf eng auf eng sind und dazwischen ist keine Luft. Das ist kein Zwiebellook, da wird nichts warm. Falls ihr euch also wundert, ihr braucht dazwischen die Luftschichten. Diese Thermounterwäsche ist total perfekt, weil ihr Stücke, die ihr jetzt im Herbst tragt, damit in den Winter bringen könnt. Wie beispielsweise meine heißgeliebte Bayerlin-König-Boll-Schuhe-Wolle-Hose. Die ist nicht ganz bodenlang. Ich würde sagen, sie ist so 7/8 ungefähr. Und man könnte meinen, dass sie jetzt im Winter vielleicht ein bisschen zu kurz ist. Aber in Verbindung mit der Thermohose. Wenn ich die anhabe, ist es erstens mal warm genug, weil ich habe die Thermohose auf der Haut. Dann habe ich ein bisschen Luft dazwischen und dann kommt die Hose. Dadurch ist es von der Wärme vielleicht nicht für minus 20 Grad, aber so für bis minus 5, minus 10 Grad sollte das eigentlich ganz gut gehen. Ich bin gespannt, ich werde dann aus der Praxis berichten, wenn es soweit ist, dass ich das trage. Und dann darauf ein schöner, toller Booty, der höher geschnitten ist, sodass man auch keine Luft hat, die jetzt irgendwie um den Knöchel rum irgendwie kalt ist. Man sieht nichts von der Thermohose, sie ist aber da. Genauso wie in diesem Beispiel mit diesem wunderschönen Plissé-Rock. Auch da habe ich wieder die Thermohose drunter, der Plissé-Rock drüber, habe meinen Merino-Wolle-Pullover an, noch einen Gürtel drum gemacht, damit man einen schönen Übergang von dem Oberteil zum
Rock hat. Hier könnte man auch wieder einen schönen Kaschmir-Pullover, so einen dünn, verwenden. Oder man könnte auch eine Bluse kombinieren, wenn es wirklich eher so ein bisschen schicker sein soll. Darauf habe ich meine Stuart Weitzman Overknee Boots angezogen. Und voilà, selbst wenn der Rock hochwehen sollte, da muss der ja schon sehr, sehr weit hochwehen, dass man irgendwas von dieser Thermohose sieht. Man kann halt nichts sehen, weil der Stiefel so schön weit hochgeht. Das ist dann der Schlüssel, dass der Stiefel schön weit hochgeht. Und wenn man sich dann bewegt, dann sieht man immer nur mal das Leder vom Stiefel, aber man sieht nie die Thermohose. Also, Thermounterwäsche, ich habe diese hier bei Amazon gekauft. Ein sehr, sehr wichtiger Part jetzt im Winter, wenn ihr eure Stücke noch länger tragen wollt, als sie es eigentlich selber zulassen. Ein absolutes Winter-Essential sind natürlich auch Schals. Und hier geht es auch wieder um Material. Ich habe hier diesen kompletten Wollschal von Burberry. Also keinen halben Schal, ich habe hier einen kompletten Schal. Nee, ich wollte sagen, der ist zu 100% aus Wolle, der ist Vintage, den habe ich von meiner Tante geerbt. Genau, 100% Lammwolle, der ist, könnte schon 30, 40 Jahre alt sein, also älter als ich vielleicht, ich weiß es nicht. Den hat sie irgendwann als Stewardessin auf einer ihrer Reisen gekauft. Super schönes Stück. Und dann habe ich den hier, den ich jetzt neu gekauft habe von Meilen Künchen, muss man ein bisschen mit Make-up aufpassen. Und Schals sind einerseits hervorragend geeignet, weil man sie als Schal tragen kann. Auf unterschiedlichste Arten. Wenn ihr rausgeht, könnt ihr euch den einfach um den Hals legen und habt dann automatisch schon mal so ein bisschen Wärme, die drum ist. Ihr könnt den Schal einfach nach hinten schlagen. Deshalb mag ich den von Beiling König auch so gerne, weil er so richtig schön lang ist. Der hier ist übrigens auch aus Kaschmir und Wolle. Da sind wir wieder beim Thema Kaschmir. Und ihr könnt den natürlich auch noch auf unterschiedliche Arten binden. Aber ihr könnt einen Schal halt nicht nur als Schal binden, sondern ihr könnt den halt auch, wenn ihr ins Büro fahrt und vor Ort vielleicht ein bisschen fröstelt, könnt ihr euch gerade so einen langen Schal immer so ein bisschen wie so eine Decke, umschlagen. Und ich finde diese beiden Farben zum Beispiel wunderschön zusammen, der Karamellton und dann dieses gebrochene Weiß, dieses Cremeweiß von dem Beiling König Schal. Und der Burberry Schal ist auch total toll. Ihr könnt es übrigens nicht nur im Büro so drüber legen, sondern auch über einen Mantel drüber legen. Und das mache ich vor allem mit meinem Burberry Schal total gerne. Der ist ja letztendlich auch wie so ein Poncho geschnitten und ist jetzt für den Herbst im Grunde auch total toll als Ersatz im Grunde für einen Mantel oder dicken Cardigan. Könnte man den auch einfach nur so überwerfen. Er ist aber auch, wenn ich jetzt diese Bluse anhabe oder jegliches andere Oberteil und mir einen Mantel drüber ziehe, dann kann ich den Schal halt auch nochmal drüber werfen. Und das macht so viel aus, das habe ich schon viele Winter jetzt gemacht, wenn man obenrum noch so Wärme hat. Das merke ich auch bei meinem Daunenmantel, wenn die Kapuze runter ist, dass ich hier mehr Wärme. Also unter der Kapuze, wenn man da dann mit der Hand hingreift, da ist dann Wärme da. Einfach nur, weil die Kapuze da locker drauf liegt. Und genau das gleiche macht natürlich auch ein Schal, der dann locker drauf liegt. Da juckt mich gerade was. Wenn man mit so viel Wolle hantiert, dann fusselt irgendwie auch immer was und lässt es ein bisschen jucken. Richtig schön. Zwei tolle, tolle Schals. Und ich kann auch nur empfehlen, investiert in einen Schal. Ihr habt jahrelang was davon. Ich habe mir vor fünf Jahren einen Schal bei Zara gekauft. Den habe ich auch immer noch. Den möchte ich mittelfristig gerne durch so eine Woll-Kaschmir oder vielleicht auch reine Kaschmir-Variante, der von Beiling König oder auch der vom The Slow Label. Den finde ich auch super schön. Ich glaube nur, der war ein kleines bisschen kürzer und ein kleines bisschen schmaler. Und bei mir kann es eigentlich nie lang und breit genug sein. Aber das sind tolle Investment-Pieces, ganz, ganz tolle Stücke, um sich die als Layering-Piece oder als Schutz vor Wind für den Hals dann zuzulegen. Kommen wir zu den zwei letzten Essentials für meine Winter-Capsule-Wardrobe. Und zwar sind es ein paar richtig schöne Ohrringe. Und zwar so mittelgroße Ohrringe wären das jetzt an der Stelle für mich, so wie meine von Astrid and Mew. Ich möchte unbedingt noch ein schlichteres Paar haben als diese, die mit diesen Steinen besetzt sind. Ich finde die wunderschön, aber wie das so ist, ich trage die jetzt seit einem Jahr rauf und runter und hätte einfach noch mal gerne ein zweites Paar zum Auswechseln. Ich weiß auch schon, welche es sein sollen von Monica Vinegar, die diese gehämmerten. Das ist einfach auch so ein schönes Basic, mit dem man, oder nicht Basic, aber ein schönes Schmuckstück, mit dem man die Basics, die man trägt,
immer aufwerten kann und das Ganze dann auch zum Beispiel absolut abendtauglich macht. Die Bluse, die man tagsüber ins Büro anzieht und dann hat man in der Handtasche vielleicht noch so ein paar große Kreolen dabei und switcht dann von einem kleinen Ohrring für tagsüber zu einem größeren Ohrring für abends und hat auch gleich dann ein edles Outfit, wenn man abends noch essen gehen möchte, sich mit einer Freundin trifft oder mit dem Mann, mit der Partnerin, wie auch immer. Richtig, schöne Möglichkeit, um Basics aufzuwerten. Und da werde ich jetzt in nächster Zeit nochmal losgehen. Aber solange genieße ich auch das Tragen von meinen Astrid & Mio Cosmic Hoops. Da gibt es jetzt übrigens auch einen Adventskalender, richtig cool. Und das letzte Essential sind natürlich Schuhe. Und zwar macht nicht den Fehler und kauft euch 1000 High Heels für den Winter. Beziehungsweise Boots mit Absetzen. Da können auch mal ein, zwei dabei sein, aber wenn ihr feststellt, ihr habt irgendwie immer wieder nicht so richtig den richtigen Schuh im Winter zum Anziehen, weil es glatt ist, weil es kalt ist, dann investiert in gute Schuhe mit einer flachen Sohle, beziehungsweise irgendwie, wenn es, ich meine, das hier ist jetzt auch nicht unbedingt eine flache Sohle, wobei doch, es ist eine flache Sohle, aber eine dicke Sohle, wo man trotzdem irgendwie das Gefühl hat, da ist so ein kleiner Absatz mit dabei, einfach aufgrund von dieser chunky Form von diesem Absatz. Das Ganze habt ihr mit einem flachen Schuh nicht und ich habe diese jetzt hier gerade neu gekauft bei Kopenhagen Studio und die sind so cool, die haben so einen richtig schönen hohen Schaft, dadurch kann man perfekt beispielsweise die tragen mit einer Lederleggings drin und hat dann einen richtig schönen Übergang. Der Schuh, der ist richtig schön chunky am Fuß, das kann man ganz gut ausbalancieren, indem man dann auch ein wie den neuen Zara Mantel beispielsweise einen etwas derberen Coat irgendwie drüber trägt. Beziehungsweise, ich fand ja auch total schön, dass er diese Schnürung hat, also auch so ein etwas besonderes Detail. Es gab auch welche, die waren einfach nur so zum Hochziehen, fand ich auch cool. Aber gerade das mit der Schnürung, das hat es mir total angetan. Richtig, richtig cool. Oder aber man kann halt auch ein schickes Outfit, wie, da komme ich wieder zurück, das Outfit mit der Thermo-Leggings, mit der Beilenkönig-Hose, darauf dann diesen Booty haben. Dafür hat er echt die perfekte Länge. Die Beilenkönig-Hose sitzt dann hier so auf und dadurch haben wir hier diesen Bruch drin aus diesem derben, cooleren Stiefel. Da drüber dann das schicke Outfit, auch hier beispielsweise mit der Bluse dann kombiniert. Da habt ihr einen richtig schönen Bruch irgendwie drin. Und ich mag so Outfits, die nicht durchgängig nur schick sind oder nur sportlich oder nur derb. Ich finde gerade so diese Mixture, dieses Vermischte von Stilen innerhalb von einem Outfit mag ich persönlich total gerne. Und wenn der Schuh euch zu derb sein sollte, dann gehen natürlich auch immer noch die guten alten Chelsea Boots. Die hier habe ich letztes oder vorletztes Jahr gekauft. Größe 43. Auch bei Schuhen, gerade so bei dicken Boots, die ihr im Winter tragen wollt, probiert die unbedingt mit dicken Socken an. Denn dann sollten sie auch passen. Mit dünnen Socken passen sie dann auch. Und ich muss gestehen, ich mag das ganz gerne, wenn ich so ein bisschen Luft in dem Schuh irgendwie habe. Mag ich viel lieber, als wenn ich eingeengt bin. Von daher, wenn ihr Boots für den Winter kaufen geht, dann achtet darauf, dass ihr die mit dicken Socken tragen könnt. Mit dünnen Socken könnt ihr sie dann auf jeden Fall tragen. Aber wenn es dann kalter Tag ist, dann wollt ihr dicke Socken anhaben oder vielleicht irgendwie so eine Lammfellsohle einlegen können und dafür braucht ihr dann diesen Platz im Schuh. Probiert das aus. Ich bin deshalb auch ein großer Freund, Schuhe nach Hause zu bestellen, muss ich sagen, weil das nur kurz im Geschäft anprobieren reicht mir oftmals nicht aus. Da habe ich ja schon mal, wie ihr jetzt auch gesehen habt, den Chloe Susanna Boot beispielsweise damals gedacht, ach, der passt ja irgendwie und habe den direkt mitgenommen. Ich habe den vorher noch nie angehabt und habe ihn danach leider auch nicht erst angehabt, weil er mir dann doch irgendwie zu eng gewesen ist. Und ein Schuh, ich muss den immer zu Hause irgendwie ein bisschen tragen können mit verschiedenen Socken an zwei, drei verschiedenen Tagen, dass man immer wieder nochmal dieses Gefühl hat, vielleicht auch vorher in einem Turnschuh gewesen ist, der ist ja immer so ein bisschen weiter geschnitten und dann in diesen Boot hier rein. Und dann hat man irgendwie einen schönen Vergleich. Ist es jetzt so, dass der Schuh sich auf einmal eng am Fuß anfühlt oder fühlt er sich gleich gut an oder ist er zu weit? Oder genau das gleiche umgekehrt, wenn ich vorher ein High Heel anhatte und dann in den Boot reinsteige, dann kann es natürlich eher mal sein, dass man sagt, ja, der Boot, der passt jetzt irgendwie, weil der High Heel war ja vorher irgendwie so spitz und enger geschnitten. Also probiert das in verschiedene Richtungen auf jeden Fall aus, damit ihr die richtige Größe
auf jeden Fall kaufe. Weil Schuhe, ich kaufe immer gute Lederschuhe, weil ich die immer jahrelang trage, wenn sie denn dann passen. Die von Kopenhagen Studios waren jetzt auch echt nicht günstig. Man sieht, ich lege wirklich viel Wert auf Qualität und deshalb kaufe ich in letzter Zeit auch häufig Stücke, weil ich aber auch immer so vereinzelt nur Stücke shoppe. Ich mache jetzt keine riesen Ordern, wo ich irgendwie 20 Teile kaufe und dann auch 15 behalte. Ich shoppe sehr regelmäßig, weil die Stücke, die ich kaufe, einfach höhere Investment sind und dafür hat man dann aber lange auch irgendwie was davon. Und dadurch dann aber auch, weil mir momentan einiges im Kleiderschrank fehlt, weil ich viel aussortiert habe, halt so sukzessive. Wenn ihr jetzt auch shoppen wollt, dann guckt unbedingt in der Infobox. Ich habe euch die Stücke, die ich hier so erwähnt habe, unten verlinkt. Wie gesagt, auch meine Wunschliste von Lilly Silk. Denkt dran und nutzt den Rabattcode, um noch ein bisschen was zu sparen. Und dann hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Lasst mich mal wissen, wie ihr das heutige Format gefunden habt, ob das ganz cool so war. Und falls ihr, wie gesagt, die Herbstcapsule Wardrobe noch sehen wollt, dann verlinke ich euch die unten nochmal. Da werdet ihr so ein, zwei Sachen von heute wiederfinden, aber auch gewisse Unterschiede erkennen. Aber gerade so diese Gemeinsamkeiten zeigen dann ja auch wieder, dass die Stücke, die ich habe oder die ihr vielleicht genauso zu Hause habt, vom Herbst perfekt mit in den Winter genommen werden können. Und dann verabschiede ich mich heute von euch. Macht's gut, ihr Lieben, und bis bald. Muah.